Teufel? Sieh an, die Invasorin uns beehrt. Ein schönes Kind mit Schuld beschwert. Dein Blick verrät all deine Lügen. Nun, komm. Mein Urteil wird dein Segen. Oh, ich war auf gar kein Urteil aus. Ich wollte nur reden. Also, würdest du die Stadt bitte nicht zerstören? Lässt du die Leute einfach in Frieden? So kühne Worte. Und so selbstgerecht. Doch ist's ein Dämon, der aus dir spricht. Shit, okay, reimst du alles, weil dann kill mich bitte gleich. Streit ihn nicht ab. Den Tatbestand. Eine Tanta starb durch deine Mörderhand. Sie hat ihre Soldaten aufgehetzt gegen unschuldige Menschen. Kinder sind tot. Wenn dem so ist, beweis es mir. Oder weißt du nur die Schuld von dir? Also, komm, denn nun der Wahrheit Stunde naht. Leg Zeugnis ab in Wort und Tat. Ist dein Herz rein? So sei erlöst. Bist du ein Dämon? Sei entblößt. Okay, hör mal, Lady. Ich hab's gerade ziemlich eilig und keine Zeit für geschwollene... Geraubte Zeit! Das Glück verwehrt. Ein Kind verbannt. Zurück nun! Ein Kind verbannt? Was zum Teufel laberst du da? Nein! 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 Schweig! 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 Ich stelle hier die Fragen! Du antwortest! Hast du verstanden? Konsortin des Dämons! Okay, nochmal wegen der Reimerei. Im Rückblick fand ich sie nicht so übel. Ich sagte, schweig! Mein Kind, ich strebe nur nach Fakten. Nach Wissen, nicht nach Racheakten. So stell dich nunmehr dem Gericht. Es bringt die Wahrheit stets ans Licht. Du weißt, was du hier hörst, ist wahr. Gesteh es ein. Der Weg nach vorn ist klar. Glasklar. Heute verhandeln wir vor dem Hohen Gericht den Fall von Frey, beschuldigt des Tanta-Mordes. Genauer gesagt, der sinnlosen Hinrichtung der mächtigen Tanta Syla. Möge ihr Geist in Frieden ruhen. Worauf plädierst du? Wenn du schuldig sagst, richten sie dich sofort hin. Nicht schuldig! Lüge! Du sprichst kein wahres Wort! Sie stirbt! Ertränkt das Kind! Hinfort! Was? Ich dachte, wenn ich nicht schuldig sage, dann tötet sie mich nicht. Warte, das ist ein Fehlprozess. Fehlprozess? Die Worte des Dämons. Solche Einwände müssen wir prüfen. Immer. Immer? Immer. Ein weiterer Prozess ist nötig. Und zwar eine Wasserprobe. Ja, die Wasserprobe. Lass uns sehen, wie lang die Lügen hier müssen. Tradition trägt Unschuld stets den Sieg davon. Was? Wo ist das eine Wasserprobe? Siegst du, will ich kein Urteil sprechen. Fällst du, ist deine Schuld beglichen. Du stirbst hier, wenn du unterliegst. Du lebst nur fort, wenn du obsiegst. Mann, ich dachte, die New Yorker Justiz wäre mies. Ach, von mir aus. Los geht's. Die Probe beginnt. Die Bühne ist bereit. Komm, das Schicksal gibt dir das Geleit. Wir müssen also nur diese kleine Versammlung auflösen. Hm. Ist weiter nichts das? Nicht schlecht! Ho, Alter!
So stark und doch ein Blatt im Wind. Ohne Halt wäre keiner. Hast du keine Schärfen mehr zum Verballern? Mir ist langweilig. Ich hoffe, sie vermitteln sich nicht zu provozieren. Bitte. Das sind doch nur drittklassige Handlanger. Genau da, wo es weh tut. Sie zweifelt nicht an ihrem Ziel. Sie glaubt, dass sie nur Gutes will. Was? Sie ist eine Tantamörderin und sie muss für ihre Taten sterben. Da ist doch mein fest entschlossen, dich zum Tode zu verurteilen. Fuck. So was Beklopptes. Okay, ich geb's zu. Die Sache geht mir allmählich ordentlich auf den Sack. Der Tanta tobt, verdammt die Welt. Ohne Ballon verzaubert sie und fett. Sie ist eine Kriminelle. Ihre Sünden sind unverzeihlich. Ignoriere sie. Zerstöre sie! Yo, sag deiner verrückten Seite, dass ihr das später privat klärt. Den Bullshit. Versprich mir, dass du aufhörst, die Menschen in Sepaul anzugreifen und ich zieh gerne sofort ab. Du hast bestanden. Es ist vorbei. Und per Gesetz seist du nun dem Tod geweiht. Dieser Wasserkäfig wird dein Grab, Kind. Was? Doch nein, das kann ich nicht erlauben. Das Land muss an uns Tantas glauben. Exakt! Drum gibt es keine Gnade für eine Tanta-Mörderin. Keine! Okay, ich lasse euch das besser mal in Ruhe Schweig! Noch ein Wort und du verlierst deine Zunge! Oh ja, das klingt fair. Ein Hoch auf die Gerechtigkeit. Unverschämte, reuelose, mörderische Kreatur. Dieser Ort wird dein Grab. Für immer! Ich befürchte, ohne einen weiteren Kampf werden wir hier nicht davonkommen. Du hast sie anscheinend so sehr als sonst, dass sie sich selbst nicht mehr beschützig macht. Ich wollte echt nicht gegen noch einen Tanta kämpfen. Wie kann sie immer noch weitermachen wollen? Sie hat den Rest von Verstand längst verloren. Guck dir nach! Muss sie besiegen, um sie zu stoppen. Heiße Scheiße! Hast du Angst, verfluchter Dämon? Sie ist abgelenkt. Das ist deine Chance. Warum mischst du dich ein? Die Probe muss enden. Nein, nein, nein! Nicht, dass ihre Schuld beglichen ist. Oh, sei still.
musst aus dem Wasser heraus. Schnell! Hast du Schmerzen? Nur der Tod wird dich befreien. Nix da! Flieg, flieg! Niemandem ist es erlaubt, die Gesetze Ephias zu brechen. Oh nein! Was jetzt? Mit ihrer Macht manipuliert sie die Schwerkraft. Akzeptiere deine Bestrafung. Du wirst leiden, bevor du stirbst. Stolpere nicht. Und fall auf gar keinen Fall dort hinein. Achtung, über dir. Du magst es. Oh ja. Oh, sie sammelt ihre Kraft. Es ist diese riesige Kugel, die sie zur Explosion bringt. Was? Verdammter Dämon, du sollst sterben! Genug Zeit loszulassen. Oh, Schwester, oh, ihr Herz so schwer. Ihre Tochter fort, sie leidet sehr. Tochter? Wovon redest du da? Sag's mir, was soll das bedeuten? Der Dämon, Tochter, sind das. Tochter. Tochter, sind das für was? Was passiert hier? Graf ist tot. Ich nehme an, der Großteil ihrer Zauber ist verflogen. Und? Und darum wird es gleich ziemlich nass hier.